Ein Ladekabel, das müde Batterien munter macht? Ein Spritsparkissen? Ein zuverlässiger Spurhalteassistent? Und ein Lackstift, der jeden Kratzer auspoliert? Klingt genial, aber was können diese Zaubermittel wirklich? Er testet sie. Kfz-Meister Norman. Sein Fachgebiet: alte Kisten aufmöbeln und schneller machen. Seine rechte Hand: Kfz-Mechaniker Nico. Unsere beiden Auto-Zaubermitteltester lassen sich nichts vormachen. Das erste angebliche Zaubermittel: der Spurhalteassistent für 400 Euro. Das Problem: nach einer langen Fahrt lässt oft die Konzentration nach. Sekundenschlaf. Die Folge: der Wagen kommt von der Fahrbahn ab. Um davor zu schützen, gibt es Spurhalteassistenten, die rechtzeitig warnen. Leider sind die als Hersteller Sonderzubehör extrem teuer. Jetzt gibt's einen Spurhalteassistenten zum Nachrüsten für jedermann. Der Hightech-Helfer besteht aus drei Elementen: Steuergerät, Kamera und Warnelement. Die drei Teile sorgen dafür, dass das System Alarm schlägt, sobald das Fahrzeug von der Straße abkommt. Das Steuergerät wird mit der Fahrzeugelektronik verbunden. Die Kamera muss exakt an der Frontscheibe platziert sein. Für die Anschlüsse muss das Radio raus. Ganz schön aufwendig. Ein Laie kann das nicht. Und es geht kompliziert weiter. Erst müssen Norman und Nico den Spurhalteassistenten während der Fahrt justieren. Dafür braucht man einen Spezialmonitor. Aber nur so lässt sich der Assistent perfekt einstellen, sodass er später die Fahrbahnstreifen erkennt. Justiert haben wir ihn jetzt, kalibriert auch, also so müsste es soweit jetzt stimmen. Ja. Norman und Nico fahren auf die Autobahn. Sie wollen den Spurhalteassistenten testen bei 120 Kilometern pro Stunde. Norman fährt auf die rechte Fahrbahnbegrenzung zu. Sobald er sie berührt, warnt der Spurhalteassistent tatsächlich. Das klappt auch, wenn er links abweicht. Aber beim Überholen wechselt man auch die Spur. Erkennt der Spurhalteassistent diesen gewollten Spurwechsel und verkneift sich das Warnsignal? Norman blinkt, schert aus und das System warnt nicht. Gut so. Fazit: der Spurhalteassistent erledigt seinen Job zuverlässig. Einzige Kritik: das Warnsignal ist eher leise und für den Einbau benötigt man einen Profi. Aber wer keinen Spurhalteassistenten mit an Bord hat, der kann mit diesem System nachrüsten. Von uns gibt's ein Plus. Daumen hoch. Autozaubermittel 2, der Zündverstärker für 80 Euro. Schon wieder ein Gadget, das Benzin sparen soll. Der Hersteller verspricht 20% Kraftstoff weniger. Anschaffungskosten 80 Euro. Zaubermittel oder Humbug? Da sind Quarze drin und die sollen den Zündfunken verstärken. Ein verstärkter Zündfunke heißt eine bessere Verbrennung und dadurch eigentlich mehr Leistung und weniger Spritverbrauch. Vor dem Einbau dreht Norman mit seinem Wagen eine Runde. Auf exakt 100 Kilometern ermittelt er so den Verbrauch ohne Zündverstärker. Ergebnis: rund 12,7 Liter. Das merken wir uns. Dann schließt Norman den Zündverstärker zwischen Zündspule und Verteiler an. Das kann jeder geübte Schrauber, der sich ein bisschen auskennt mit Autos, eigentlich auch selber machen. Norman geht wieder auf Verbrauchsfahrt. Laut Hersteller soll sich auch das Startverhalten verbessern, der Motor mehr Power bekommen. Und? Stimmt's? Also vom Fahrverhalten hat sich meiner Meinung nach nichts verändert. Er nimmt nicht besser Gas an, er startet nicht wirklich besser. Spürbare Leistungssteigerung habe ich nicht. Norman fährt die gleiche Strecke wie vorher. Hat der Zündverstärker wirklich Sprit gespart? 20%, wie vom Hersteller versprochen? Das wären im Falle von Normans Benz 2,5 Liter. Also 0,3 Liter, das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall Messtoleranz, hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Unser Urteil zum Zündverstärker: dieses Gadget spart man sich lieber. Daumen runter. Im Test die Starthilfe per Zigarettenanzünder. Preis 15 Euro. Das kennt jeder. Frühmorgens, spät dran und dann streikt der Wagen.
Ein Starthilfekabel hat nicht jeder zur Hand. Und wenn doch, bei vielen neuen Autos ist die Batterie gut versteckt. Die Finger macht man sich auch noch schmutzig. Praktisch ist anders. Ein neues Starthilfekabel verspricht eine schnelle Lösung über den Zigarettenanzünder. Die Bedienung erfreulich laiensicher. Angeblich. Man muss einfach diesen Stecker hier in das Auto mit der entladenen Batterie stecken, diesen Stecker in das Auto mit der vollen Batterie. Für den ersten Test wählt Nico ein Auto mit leerer Batterie. Nichts geht mehr, der Anlasser macht keinen Mucks. Das bestätigt auch die Messung. Naja, die Batterie hat nur noch 7,4 Volt. Also 12 bräuchte sie mindestens. Jetzt kommt die Starthilfe per Zigarettenanzünder zum Einsatz. Dazu braucht Nico ein zweites Auto mit voller Batterie. Nico schließt das Ladekabel an die Zigarettenanzünder der beiden Wagen an. Erster Pluspunkt, das Kabel ist mit 5 Metern lang genug. Nachteil, der Motor des Wagens mit der vollen Batterie muss während der Ladezeit laufen. Und das kann laut Hersteller bis zu 20 Minuten dauern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert hat. Naja, springt an, läuft. Ist doch super. Der erste Test ein voller Erfolg. Der Wagen läuft wieder. Aber klappt das auch im Härtetest? Wir stellen die Autos in eine Kühlkammer. Bedingungen wie im Winter. Da verabschieden sich schließlich die meisten Batterien. Ein Ingenieur kühlt den Raum auf minus 11 Grad runter. Wird das Kabel hier auch funktionieren? Unsere Batterie hat nur noch 6,8 Volt Spannung. Leer. Wieder schließen wir beide Wagen an das Starthilfekabel an und lassen den Zweitwagen laufen. Und dann? Nichts. Der Anlasser macht keinen Mucks. Bei Minusgraden versagt das Gadget. Die Batterie hat gerade mal 1 Volt mehr Spannung. Viel zu wenig zum Starten. Fazit. Die Starthilfe per Zigarettenanzünder. Unter Normalbedingungen funktioniert sie, bei Härtefällen nicht. Naja. Nächstes Zaubermittel im Test. Der Anti-Kratzer-Lackstift für 8 Euro. Wer sein Auto liebt, der hasst sie. Kratzer im Lack. Schnell passiert, aber das Ausbessern geht ziemlich ins Geld. Also bei den 3 Kratzern auf dem Seitenteil und der Tür ist man schnell ein paar hundert Euro los. Ausbessern ist oft die billigere Alternative, ist optisch natürlich nicht so schön wie komplett neu lackiert. Dieser neue Lackstift aus den USA soll Kratzer wie von Zauberhand verschwinden lassen. Egal welche Farbe. Das klingt unmöglich. Also laut Anleitung muss man ihn nur schütteln und diese Spitze einsetzen. Und dann kann man direkt ausfüllen und dann nur ein bisschen nachreiben. Und so will der Stift alle Farben ausbessern können? Wie soll das denn funktionieren? Aus dem Wunderstift kommt nur eine klare Flüssigkeit. Norman macht den Härtetest. Er legt selbst Hand an. 2 Kratzer, unterschiedlich tief. Wird der Stift hier helfen können? Also da haben wir jetzt 2 typische Schlüsselkratzer. Eher ein bisschen leichteren. Und der geht schon eigentlich bis aufs Blech durch. Mal schauen, was sie dann ausfüllen können damit. Die Handhabung ganz einfach. Norman fährt mit dem Stift über die verkratzte Stelle. Der Hersteller behauptet, der Klarlack löst die Farbpigmente des Autolacks auf und füllt den Kratzer damit aus. Ob das stimmt? Norman wischt den überschüssigen Klarlack ab. Und? Also wie man sieht, hat es eigentlich überhaupt gar nichts gebracht. Das Einzige, was meiner Meinung nach ein bisschen der Vorteil ist, mir bringt einen Klarlack in den Kratzer rein und versiegelt ihn dadurch. Dadurch kann er nicht rosten oder mehr Feuchtigkeit reinkommen. Aber sonst optisch bringt es gar nichts. Dieses angebliche Autozaubermittel kann gar nicht zaubern. Das Resultat? Durchgefallen. Weiter geht's zum nächsten Gadget. Das Spritsparkissen für 60 Euro. Auch wenn's Spaß macht, Vollgas treibt den Spritverbrauch nach oben. Das weiß jeder Autofahrer. Abhilfe verspricht dieses Gadget. Ein mit Luft gefülltes Kissen, das Spritsparkissen. Aber wie funktioniert das? Dadurch, dass ich dieses Kissen unter dem Gaspedal habe, kann ich einfach kein Vollgas mehr geben. Und dadurch soll eben dann der Verbrauch reduziert werden.
Jeder Gasfuß ist anders. Um seinen normalen Spritverbrauch zu ermitteln, tankt Nico den Wagen voll und legt wie schon Norman die 100 Kilometer lange Strecke zurück, über Landstraßen und durch Ortschaften. Sein Referenzwert 12,3 Liter. Minus 20% Einsparung verspricht der Hersteller des Spritsparkissens, das sind 2,5 Liter. Zuerst wird das Kissen mit Klettverschlüssen am Gaspedal befestigt. Dann der Luftschlauch mit Kabelbindern gesichert. Aufpumpen und fertig. Man muss sich da, glaube ich, erstmal dran gewöhnen und dann so ein Mittelmaß finden. Nico geht auf Testfahrt mit dem Spritsparkissen unter dem Gaspedal. Wie fährt es sich denn so mit der Beschleunigungsbremse? Das ist ganz ungewohnt, es ist ganz komisch. Du hast einfach diesen Widerstand unter dem Gaspedal und ich muss jetzt erstmal den Druck so regulieren, dass ich überhaupt auf eine Geschwindigkeit komme. Nico kann kein Vollgas geben, auch wenn er müsste. Zum Beispiel, um schnell aus Gefahrensituationen zu kommen, wie beim Überholen eines Radfahrers auf der Landstraße. Jetzt zum Beispiel fährt jemand vor mir, der fährt nur 80. Und ich traue mich aber einfach nicht, ihn zu überholen. Das ist schon eigentlich ein herber Nachteil. Nico fährt die gleiche Strecke wie zuvor ohne Spritsparkissen. Sinkt wenigstens der Verbrauch? Nach 100 Kilometern geht es wieder an die Zapfsäule. Der Verbrauch? Nicht 2,5, dafür aber immerhin 1 Liter weniger. Ja, nichtsdestotrotz fühle ich mich einfach total unwohl damit. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko, weil man einfach nicht richtig beschleunigen kann und es ist vor allem problematisch auf Beschleunigungsstreifen oder so. Das Spritsparkissen im Test durchgefallen. Fazit: lieber einfach mal so den Fuß vom Gas nehmen.